Ich muss dieses Kabel aus dem Wasser kriegen. So. Geht nicht. Egal. Oh, Scheiße! Nein! Na los! Du bist tot! Was ist jetzt damit? Mittlere Maustaste. Ach, ich muss die jetzt werfen. Gut, gut. Da ist noch was. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Ich glaube... Nein.
Hallo? Ja, wir müssen noch Laptops abschließen. Na dann. Jacob? Sind Sie das, Jacob? Lara, passen Sie auf. Sie sind überall. Sie werden Probleme bekommen. Da ist er! Erledigt ihn! Verdammt! Scheiße! Zum ersten Mal seit Wochen werden die Dinge klarer. Ich weiß, dass hier etwas versteckt ist. Die Sowjets haben danach gesucht. Und jetzt Trinity und Anna. Anna. Oh Gott. Ich kann es noch nicht glauben. So lange Zeit. Hat sie Dad auch beobachtet? Ich muss weiter Jacob finden und mich seinem Volk anschließen. Wenn ich mich bei ihm beweisen kann, verrät er mir vielleicht mehr über diesen Ort. Handwerksmeister. Also, ich würde sagen, das ist im Moment das Beste von allen. Hier kann ich nichts bauen. Mit der Axt kann ich auch nichts machen. So, natürlich kann ich ja nichts machen. Nichts funktioniert. So, gut. Pistole. Poliertes Magazin. Wenn ich mein Magazin auch poliere, dann macht das das, was ich haben möchte. Oh. Sehnennocken. Okay. Ich habe meinen Compound-Boden noch nicht. Okay. Sollten wir vielleicht auch was anderes anziehen, ja? Also, Waffen. Waffen. Schön, dass das unter Waffen ist. Nehmen wir die Whiteout-Jacke. Oder? Wie es zittert. Ne, ich nehme die Jacke. Gut, hier kann ich nicht vorbei. Hier muss ich durch. Scheinwerfer an! Gib mir Deckung! So, in Deckung. Haltet sie im Schacht! Ich gebe dir Feuerschutz! Fackelt sie ab! In Deckung! Oh, Scheiße! Thank you.
Wow. Ja. Geht doch. Was? Rücke vor, hier fehlt ein Loch. Werf eine Granate. In Position. Ich bin auf Flankenposition. Sie ist getroffen. Feind gesichtet. Sie ist allein. Ausschwärmen und Beeilung. Ich glaube, ich habe was gehört. Das sehe ich mir mal an. Ach, eh. So. Gut. Hier haben wir wieder alles. Wo müssen wir hin? Wir müssen nach da. Gut. Hier ist noch ordentlich was drin, ne? Holz. Okay, das war's. Gut, dann können wir ja weiterlaufen. Wir haben aber einen vergessen auszunehmen, ja. Wir haben so wenig Bogen. Was ist hier passiert? Aber ja. Jeder Schritt tiefer ins Tal macht mich sicherer, dass ich für diese Arbeit auserwählt wurde. Meine Stigmata kribbeln. Sie erinnern mich an meinen höheren Zweck, meine einzigartige Position bei diesem höheren Zweck. Ich war ein Kind, ohne Ahnung vom Bösen der Welt. Dann eines Nachts erwachte ich schreiend, voller Schmerzen. Blut tropfte von meinen Händen. Als ich das sah, war ich starr vor Schreck. Ich kann dieser Mission ebenso wenig ausweichen wie meinen eigenen Händen. Okay.